Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns hier was ganz Feines mitgebracht. Mal wieder, kann man sagen. Weg des Schimps, und zwar die Merry Premium Collection. Aber nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und das hat einen guten Grund. So eine ähnliche Box gibt es bei uns auch auf Deutsch. Nur ist in der englischsprachigen eine Playmat drin, genau wie diese. Die war ja damals in dieser Generation ja, auch Premium Collection drin. Und wir hatten in Deutschland nur so ein blödes Poster drin. Und die haben es wieder getan. Eine Playmate gibt es nur in der englischsprachigen Collection. Und die gönnen wir uns jetzt. Richtig, richtig cool. Gekostet hat die Collection 62 Euro. Also doch etwas mehr als die deutschsprachige. Die werden wir natürlich ja auch noch aufmachen, aber dafür haben wir hier wirklich nicht diese wunderschöne Spielematte drin. Und ja, was haben wir sonst noch drin? Natürlich zwei schöne Promos. Die gibt es so auch auf Deutsch. Hier wieder schön gemacht mit den Fensterchen. Einfach aufmachen. Keine nervigen Krallen, so wie früher, wodurch die Karten beschädigt wurden bzw. werden konnten. War ja nicht immer der Fall, zum Glück. Manchmal waren die ja schon da so reingepresst, dass sie schon beschädigt waren, bevor man die überhaupt rausgenommen hat. Das gibt es zum Glück jetzt nicht mehr. Richtig, ja, schöne Promo, muss ich sagen. Gefällt mir gut, hat was. Und natürlich die Jute Morpeko. Auch ganz drollig, das Vieh. So ein Pseudo-Pikachu, sage ich immer. Das Ganze gibt es dann nochmal als Pin. Richtig cool. Die haben was, kommen in meine Sammlung. Dann natürlich Booster, und hier haben wir insgesamt 8 Booster. Ich glaube, in der deutschen Merry, ich habe die noch nicht aufgemacht, sind nur 5. Hier auch nochmal 4, insgesamt 8. Den Code kann sich ein Glücklicher schnappen. Viel Spaß damit, macht was raus. Ich weiß nicht, kriegt ihr dann die Spielematte auch virtuell? Ich spiele ja nicht. Und weg mit dem Kunststoff. Die Promos packe ich einmal zur Seite, die werden ja nach dem Video gesleeved. Und ab jetzt werden alle Weg des Schimps Videos mit dieser schönen Spielematte gedreht. Die packen wir weg. Oh. Noch aus einem anderen Opening, hier die XXL-Karten, Porygon. Ja. Und Tap. Die packen wir auch mal zur Seite. Und dann können wir jetzt mal schön das Mädchen auspacken. Die fand ich nämlich so cool, als ich die gesehen habe. Ich glaube, die Card Buddies hatten auch ein Video davon gemacht. Ich habe natürlich hier wieder meinen stabilen Hoodie von Rühl24 an. So, muss ich noch ein bisschen platt liegen, Freunde. Ups, umgebaut. Sieht doch fesch aus, oder? So. Noch das Bällchen gerade rücken. Ja, muss ich noch ein bisschen platt liegen, aber sieht doch schon mal ganz gut aus. Beim nächsten Mal haben wir dann auch wieder das noch ein bisschen schöner. Aber die sieht doch gut aus hier, ne? Die Merry, hier so ein Agro-Morpeko, läuft. Gut, Freunde, genug die Playmate bestaunt. Also das war so der Grund, warum ich gesagt habe, weißt was, jetzt holst du dir die auch auf Englisch. Und ja. Da muss ich natürlich zuschlagen. Man kann natürlich auch sich die Spielematte einfach separat kaufen. Und dann verdecken wir die Merry hier. Verdecken wir die beiden Pokémon. Die beiden Promos. Die beiden Pins. Ich versuche das ja immer so ein bisschen hier schön zu dekorieren. Hat man so einen netten Hintergrund. Dem einen gefällt es. Der andere sagt, was hat, öffnet einfach nur die Karten, kostet unnötig Zeit. Aber sollte man auch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Gerade so in der Corona-Zeit, da ist das ja mit den sozialen Kontakten eher als ein bisschen weniger. Und dann versuchen wir es einfach mal hier so ein bisschen aufzufangen. So, Freunde, davon haben wir nur einen. Machen wir doch mal auf. Champions Pass, ja. Erste englischsprachige Booster von diesem Set. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Und ich hoffe, dass wir hier noch irgendwie was Schönes ziehen. Wird jetzt ja wieder sagen, oh, guckt euch mal das Centering an. Wir hätten das gecentert. Da war wieder ein Blinder am Werk. Also ist ja. Ne, die kriegen das auch besser hin. Mit Sicherheit. Ist das übel. Ist das Centering schlecht?
Hier wird es ein bisschen besser. Und dahinter, ja, die Holo, die passt wieder. Immerhin eine Holo und eine Reverse Rare. Ich meine, Holo ist ja sowieso immer drin. Und jetzt schauen wir mal, was wir da noch Feines ziehen. Ja, übel wäre natürlich jetzt auch so ein Glurak, ne? Ja, zurzeit sinken ja die Preise für die Karten von Weg des Schrems, was ja auch normal ist. Das hatten wir bei Verborgenes Schicksal auch gehabt, dass dann so Richtung Weihnachten die Preise für die Karten alle wieder runtergingen. Wenn man sich jetzt mal so die Preise anguckt von Verborgenes Schicksal, ich meine, daran werden die Preise von Weg des Schrems niemals kommen, aber puh, Leute, da fällst du vom Glauben ab. Deswegen mein Tipp, wenn so ein Zwischenset rauskommt, kauft euch dann nicht irgendwie direkt so die Karten, die total angesagt sind, ne? Meistens so Glurak oder so. Wartet da ein bisschen, bis sich das alles so eingespielt hat und schlagt dann zu und dahinter. Ja. Leider nicht. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe mir die eigentlich nur geholt wegen der Matte. Habe mir aber gedacht, so einfach nur eine Matte holen und die dann da hinlegen. Macht doch viel mehr Spaß, wenn du die selbst ausgepackt hast. Ne? Ja, da habe ich mir gedacht, gut, dann holst du dir die Mary und packst du schön die Mary aus. Warum nicht? So. Und vielleicht sieht man ja noch was Schönes. Und so ein bisschen Abwechslung tut ja auch gut. Ne? Wenn man immer hier nur dieselben Produkte sieht, das ist ja oftmals echt nervig. Dann siehst du nur noch. Jetzt zur Zeit waren das jetzt ja Flammende Finsternis und Weg des Schrems. Ja, irgendwann, gerade weil das Set ja auch so klein ist, ja, da konntest du die ganzen Karten schon nicht mehr sehen. Und Flammende Finsternis natürlich dann auch noch viel geöffnet. Ja. Aber wir haben ja schon wieder ein neues Set. Von daher, bis jetzt nichts. Gut, jetzt hier finde ich das noch nicht so ärgerlich. Bei 8 Boostern müssten eigentlich 2 Hits drin sein. Alles, was da drunter ist, ist schlecht. Da ich das Set jetzt auf Englisch nicht sammle, ist das auch nicht sonderlich schlimm. Aber es hat ja doch Geld gekostet, ne? Damit das Auspacken so ein bisschen belohnt wird. Man hat natürlich auch 2 schöne Promos. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da so an die eine oder andere Collection denke, wenn da ein paar schöne Promos drin sind, dann ist der Booster-Inhalt oftmals ganz grottig. Und da haben wir noch einen Machomai in Reverse Rare und dahinter. Das ist schon der zweite. Dann kann ich natürlich verstehen, dass viele dann auch keinen Bock mehr auf das Set haben. Wobei ich die Pullrate von Weg des Schrems gar nicht so schlecht finde. Also, ich werde mal am Ende, wenn ich jetzt keine Produkte davon mehr aufmache, mal durchzählen, wie viele Booster ich aufgemacht habe, um dann zu gucken, wobei dann rechne ich die hier nicht mit ein, die englischsprachigen, um dann zu gucken, was ich da so an Puls gezogen habe. Ne? Um dann mal so eine Pullrate zu ermitteln. Ist vielleicht ganz interessant. Wenn es euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Zeit läuft, mein Kanal jetzt ja nicht so prickelnd. Und dahinter, ja, ihr seht, also übel. Übel, übel, übel. Freunde, da ist so Luft nach oben. Was ist das denn für eine Box? Aber wir sind da gute Dinge, wir geben da nicht auf, ganz klar. Den Code haben wir auch noch mal raus. Brauche ich ja eh nicht. Schwupps, schwupps, schwupps. 4 von hinten nach vorne. Da tue ich mich ja manchmal noch bei den Boostern aus der EX-Ära, da sind es ja 3. Habe ich mich ja selbst schon ein paar Mal ausgetrickst. Aber das passiert auch anderen Poketubern, von daher alles halb so wild und ja, Leute. Gefühlt ist jetzt bei der englischsprachigen Reihe das Ganze noch schlechter von den Puls. Ist das übel. Wenn hätte ich mir wenigstens einen Machomai in Holo gewünscht. Aber vielleicht ziehen wir jetzt ja noch mal was Feines. Was ich zum Beispiel noch gar nicht gezogen habe, ist ja, das Shiny Glurak. Die goldene Döschen haben wir auch noch nicht gezogen. Also Glurak, Shiny wäre jetzt natürlich auch nicht schlecht auf Englisch. Dann kann ich sogar graden lassen. Wobei ich nicht viel von graden halte. Ich habe keinen Bock, dass da so eine Karte in so einer Kack-Kunststoffverpackung drin ist. Nö. Und da. Oh. Hätte ich mal den Glurak zuerst genannt. Ist ja geil. Ziehe ich hier das goldene Döschen. Centering ist leider nicht so ganz prickelnd, aber. Es hält sich in Grenzen, Freunde. Und die sieht natürlich richtig gut aus. Selbst wenn ich die jetzt auf Deutsch nicht ziehen sollte, kommt die halt Englisch in meine Sammlung. Jo. Finde ich in Ordnung. Also, wenn man dann so einen geilen Pull hat, dann
Ne? Lieber Qualität vor Quantität, Freunde. Last Pack Magic. Hat sich doch schon gelohnt. Habt ihr euch echt die Collection eigentlich auch gegönnt? Oder wie sieht es da bei euch aus? Ich konnte einfach nicht widerstehen. Als ich dann gesehen habe, oh, so eine geile Playmate, geil, die will ich haben. Ja, von daher konnte ich nicht anders, habe zugeschlagen und es hat sich ja gelohnt. Ne? Also hat man eine schöne Matte, goldene Döschen ist auch am Start. Ja, läuft, Freunde, läuft. Mal gucken, Last Pack Magic, was bringt uns das Ganze noch? Och, guck, und sogar noch eine Wii. Ne? Waren jetzt, glaube ich, 8 Booster. Soweit ich das in Erinnerung habe, kann man ja nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Ja, in jedem vierten Booster ein Pull und man hat sogar noch hier so einen Premium Pull, auch wenn der nicht so ganz gut gecentert ist. Man sieht so den Miscut hier an der Seite. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Aber, ja, ich bin damit zufrieden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Wenn ich überlege, dass man jetzt für schon eine deutsche normale Collection, was ist das hier, Passback zum Beispiel, dass sie auch für 60 Euro irgendwo angeboten wird, ja, geht gar nicht. Ne? Da sind 5 Booster drin, da hast du nicht so eine geile Matte drin. Ja. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht, Freunde. Super, super, super. Ich bin glücklich. Ihr merkt es gerade so ein bisschen, fehlen mir die Worte. Ich freue mich gerade. Also sieht man wieder vieles von dieser schönen Matte nicht. Ja, richtig, richtig schön. Die werden wir jetzt immer sehen bei Weg des Schems. Gefällt mir. Sehr gut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich will das Video jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das hier so fandet. Ne? Also ihr Lieben, macht's gut. Euer Pokeknecht90. Ciao.